Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Station hier. Ja Leute, am letzten Mal haben wir hier Stirling Engine in Gang gebracht und ein bisschen Putzboden und ein bisschen dies, bisschen das, bisschen jenes. Und Basis erweitert. Jetzt geht es darum, die Abgas erstmal nachts zu bearbeiten, loszuwerden vor allen Dingen auch. Ne? Ja, beim letzten Mal sind wir, glaube ich, in die Luft geflogen. So, Leute, gleich zu Anfang der Session erstmal, das werden jetzt hier heute mindestens 5 Folgen, da ich ja am Vorproduzieren bin, theoretisch könntet ihr, wenn ihr diese Folge seht, ja, dann könnt ihr noch in die Tasten hauen, dann können wir da noch was machen. In der nächsten Folge, wenn ich dran denke, werde ich mal auf die Kommentare eingehen, die bisher so gemacht. Ich habe lange nichts gemacht. Oh, ihr habt auf Discord geschrieben, ihr habt auf YouTube geschrieben, aber ich war die letzte über eine Woche gefühlt nicht da, beziehungsweise bin im Vorproduktionsstress, weil ja Astroneer auch laufen soll. Da war nur gestern gerade die Session. Da habe ich das zu spät angesagt. Also auch wenn ihr, ne, für Astroneer, wenn ihr da schreibt und Dinge, noch kann ich das mit einfließen lassen. Irgendwann bin ich natürlich in meiner Abwesenheit drin. Ne? Da kann ich dann natürlich nicht mehr. Also 2 Wochen kann ich dann nichts machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Mobile lesen kann. Möchte vermutlich ja, weil es ja mein Hobby ist. Da ist man natürlich, ne, immer begeistert von. Gerade im Urlaub will man ja das eigentlich machen. Oder auch viel machen. Ja, nun ist aber der Konsum relativ immer groß. Von den Games, ne, so dass man dann halt auch hinten raus manchmal einfach keinen Bock hat, weil man halt so viel schon jetzt, ne, aufgrund der Vorproduktion zocken muss. Ne, man konsumiert ja quasi hier sein Hobby und ne, so nach dem Motto, zu viel des Guten. Ja, nach dem Urlaub wird das natürlich völlig anders aussehen. Ne? Da werde ich wieder, boah, wird das geil. So, lang genug geschnackt. Ich habe mir die letzte Folge Ende noch mal kurz angeguckt. Stirling war da. Wir sind hochgegangen, weil wir zu viel Gas drin hatten. Die läuft jetzt. Jetzt möchte ich ein System aufbauen, was die eine Seite auf so 20 Grad runter macht, kühlt und die andere Seite natürlich mit den Heißgasen gefüllt wird und dann ja auch weggepumpt die Scheiße, ne? Wir brauchen natürlich ein Lagersystem für Gase. Boah, Lagersystem für Gase, ne? Das ist halt echt immer richtig aufwendig, anstrengend. Wir können das diesmal aber auch draußen bauen. Ich muss es nicht in der Halle bauen. Ne? Das heißt einfach draußen hingeklatscht, vor Ort fertig ist die Laube. Ein paar Filter drin und dann ist das so. Ne? Also ich will mich jetzt nicht großartig damit Räumen auseinandersetzen müssen. Ich habe vorab schon mal die Bedürfnisse gestillt, gegessen, getrunken, etc. pp. Und ja, lass uns einfach beginnen, ja, mit unserem wundervollen Stationsausbau. Das Ziel ist ja eigentlich immer noch klar und eindeutig, aber wir müssen das, die, sag ich mal, die Umgebung erst dafür klar machen. Schnappt euch nochmal schnell ein Käffchen und dann Feuer frei, ne? So, Freunde. So. Waste Gas System. Wir müssen auch das Luftsystem ja noch dick machen. Auch vor allem auch das Waste Gas System müssen wir daran anschließen. So. Gut. Moment. So. Ich muss das Ganze erstmal durchdenken, wie ich das machen möchte. Ne? Hier ist natürlich ein Riesenberg. Also, sich da reinzufräsen, könnte man natürlich auch machen. Ne? Man sagt, okay, man nimmt jetzt den Berg als Bestandteil. Ja. Das ist natürlich so. Gut. Ich bin mir noch nicht einig, deswegen laufe ich hier noch nutzlos rum.
Ne? Boah, so, wir brauchen System. Lass mal ganz kurz überlegen. Ich brauche jetzt erstmal ein paar stumpfen Tank. Ich brauche erstmal stumpfen Tank. Ich gucke erstmal, ob ich einen Tank habe. Jetzt brauche ich erstmal stumpfen Tank. Ink. Insulated natürlich. Silicon haben wir da. So, da werde ich denn die Kaltgase. Dann brauche ich einen Radiator. Ein digitales Ventil. Boah. Eine Volumenpumpe. Haufenweise Atmospherics. Ich hatte ja auch noch das Problem. Dass ich hier meine Atmosphäre langsam verliere. Da muss ich auch noch, weil wir zu viel Stickstoff drin haben. Kann das sein? Too much Stickstoff. Müssen wir uns auch noch drum kümmern. Ja. Der Sauerstoffanteil ist hier zu niedrig. Beziehungsweise der Stickstoffanteil zu hoch. Macht der Fahnder. So. Radiator. Kupfer. Kupfer. Kobbel, kobbel, kobbel. So. Der Radiator klingelt was. Das ist aber nur ein Pipe Radiator, ne? Ein Medium Radiator. Den bauen wir ein. So. Ein Volume Pump. Haufen Rohr brauchen wir. Und dann basteln wir uns da schon hin. Na. So, Volume Pump. Habe ich da nicht gerade Kupfer reingepackt? Vor wenigen Sekunden. Mir war so. Wisst ihr? Fünfzig, nicht fünf. So. Volume Pump. So, und dann, Atmospherics brauche ich sowieso noch viele, 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 viele. Davon würde ich erstmal gleich beide machen. So. Jetzt mal eine andere Geschichte. Warum eigentlich Gase sortieren? Warum nicht einfach Gase nur lagern? So, das haben wir. So, jetzt das nächste Ding. Atmospherics. IC brauchen wir natürlich noch. Ne, die sind können hier in der Atmospherics drin stecken. Boah, ja, was noch? Tank, ne? Tank haben wir hier. Ein Digital Valve. So, davon brauchen wir auch noch eins.
Digital Wealth. So. So, was noch? So, was noch? Nee, das müsste eigentlich gewesen sein. Und dann gucken wir mal, wie viel Insulated Pipe wir machen können. Ne? 34, wenn wir noch Stahl haben. Stahl haben wir. Nehmen wir es auf. So. Machen wir jetzt erstmal voll. Oxygen low. Oxygen low? System. Achso, hier haben wir noch ein Atmospherics Ü. So, das ist hier. Ach, da haben wir einen Medium Radiator. Achso, der ist für Fuel. Der ist für Fuel. So, und der ist da hinten angeschlossen. So, dann würde ich jetzt erstmal das Waste-Gas-System. Keine Ahnung, 3x3. Ich habe das hier als Erweiterung, glaube ich, geplant oder so. Müssen wir mal gucken. Mal gucken, wie wir das jetzt arrangieren. Wie wir jetzt uns damit arrangieren. So. Müssen wir das erstmal ein bisschen wegmachen. Machen wir hier erstmal ein bisschen Zeug weg. So, das ist doch schnell erledigt hier. Bisschen von hinten, bisschen von hier, zack und ruckzuck. War eine riesengroße Freifläche. So. Wo wir in Ruhe unseren Zeug bauen können. Ohne dass wir auf was Rücksicht nehmen müssen. Power low. Das ist mir egal. So.
Ich weiß, ein bisschen unnütz ist es auch, aber ich habe das halt gerne. Alles schön aufgeräumt ist. Gab es immer einen Berg? Nee, ne? Alles entbergt. Alles entbergt, alles sauber gemacht. So. So. Eigentlich hätte ich jetzt gerne noch ein paar Frames mehr. Tatsächlich. Boah. Jetzt müssen wir echt mal gucken, wie wir das lösen. Der Bums, den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. So, dann ist das einmal Fuel und das ist einmal Waste Gas aktuell. Ne? Wie geht's hier denn? Oh, es geht ihm moderat. Beziehungsweise das ist ja Hot Gas. Genau. Hot Gas. Also ich würde nach gern hier auf die Ecke einfach noch ein paar mehr bauen. Ich mache jetzt erst noch Frames fertig. Dass ich da in die Ecke, dass ich mit dem Gebäude weiterbauen kann. Ne? Darum geht es jetzt eigentlich. Ich weiß, es ist ein bisschen tricky, aber man muss sich das ja alles erstmal in Ruhe überlegen. Ne? Muss das ja alles erstmal überlegen. Ja, dass es jetzt hier so aussieht, war ja völlig klar. 34 Stück. Wir brauchen sie aber auch. Das ist auch völlig klar. So. 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 Leute, haben wir das auch erledigt? Na? So. So. Ja, ich bin völlig aus dem Konzept geworfen worden, gerade eben wieder mal. Boah, wie mich das nervt, ne? Ich komme halt nicht vorwärts. So, Frames wollte ich bauen. Frame. Ne? Das ist halt echt manchmal echt stressig. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schon nicht einfach. So, hier habe ich jetzt viel Krach am Rande. Moment. So eine zerhackte Folge. Ich habe schon 27 Millionen Mal auf den Pause-Button drücken müssen. Ja, das ist halt echt schwer. Ne? Man kommt wirklich nicht voran. Ich versuche immer noch, ich bin die ganze Zeit dabei, mir einen klaren Gedanken zu fassen, einen Plan zu machen. Aber ich komme nicht dazu, weil ich einfach wie vernagelt bin. Ne? Es ist halt einfach, ja. Man muss mal ungestört sein können, wenn man mal, also bei dem Spiel muss man ja wirklich ein bisschen denken. Das ist halt so. Es ist halt jede Störung, ist halt echt, also da könnte man echt, ne? Das ist eben so. Naja, gut. Ich hoffe, ich komme da jetzt drüber weg, weil ich bin echt sauer. Ich bin echt sauer deswegen. Ich bin einfach so richtig sauer. So richtig sauer. Gut. Ja. Irgendwas wollte ich noch machen, aber ich bin völlig aus dem Konzept. Ich bin auch richtig, ja, es nervt. Bin einfach hart genervt, dass hier alle 4 Sekunden während einer Aufnahme jeder vorbeikommt. Das ist halt manchmal echt schwer. Leider. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es ist echt halt. Es geht einem schon auf den Pinsel. Ne? Weil es geht ja auch darum, ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Und wenn man sauer ist, dann hat man halt nicht so viel Spaß. Dann ärgert man sich darum. Ne? Also. Ach ja, schwierig. Gut. Genug davon. So, wir bauen jetzt erstmal Waste-Gas-System. Wir werden noch wieder den Boden aufhacken. Aber ich will mich jetzt hier erstmal bewegen können, die Teilnehmer platzieren, die Rohre werden hinterher gelegt. Deswegen speisen wir jetzt erstmal zu. Einmal würde auch reichen, ich weiß, aber am Ende muss ich dann wieder mich verkanten. Ich will ja, ich mache ja vielleicht nicht alles auf.
So, was wir in Rohre haben, wird auch nicht reichen. So. So, ja. Das wird jetzt erstmal der Tank sein. Den Tank, den werde ich eigentlich nie wieder abbauen können. Ne? Die Überlegung ist, gleich einen großen Tank zu machen. Naja, obwohl man könnte einen kleinen Zwischenlagertank machen und daraus denn resultierend einen großen Tank. Das könnte man tun. Das wäre, glaube ich, auch schlau. Einen großen Sammeltank. So. Etwa so. Und dann, ja, nicht in den Tank. In den Tank wird ja dann reingesammelt. Die Sachen, die ich eben brauche. Da muss ich, ne, wie gesagt, das ist ja die Geschichten, die man dann, ne, wo ich dann sage, oh Mensch, da müssen wir uns erstmal Gedanken machen. Dann müssen wir erstmal Gehirnschmalz wegbrennen. Versteht ihr? Gehirnschmalz muss weggebrannt werden. Der nächste. Oh, Telefon. Oh ja, meine Fresse. Ich will doch einfach nur wissen, was du von mir willst. So. Wissen, was du von mir willst. So. Der Sammeltank. Das ist der Sammeltank. Da müssen auch noch Elektroanschlüsse ran. So, und das ist einer von den Atmospherics, die den Bums sammeln. So, beziehungsweise, das ist ja die Raumkühlung so an sich. Die muss ich jetzt trennen. Three-Way Corner. So, die Raumkühlung wird jetzt hier getrennt. Genau. Ich wollte nicht das Rohr abbauen. Nein, ich wollte diese olle Platte abbauen. Oh Mann, ey. Ja, beruhige dich. Spiel, beruhige dich. So, das heißt, der hier, achso, der filtert aus der Luft und das ist ja auch wieder ein anderer, ne? Grundsätzlich. Der filtert ja aus der Luft. H2 und er kann sehr wohl mit dem verbunden sein. Denn ich will ja an ihn ran, da hinten. So. So. Ich will an ihn ran, weil der soll sich ja sammeln. So, versteht er? Das Rohr müsste hier eigentlich auch kackbraun sein. Das müsste ich eigentlich auch kackbraun machen. Sonst habe ich Problem. Kackbraunes Rohr. Hat schon wieder Caution. Ja. So. Ich denke mal, ich habe mich jetzt auch wieder gesammelt. Leute, sorry, aber es ist wieder das. Boah, manchmal ist man aber auch. Ne?
Manchmal ist man aber auch. Oh, ich muss hier unbedingt auch mal Sauerstoff reinfüllen. Na, ich habe halt nicht mehr viel Sauerstoff zur Verfügung, so, ne? So. 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 Kackbraungas wird denn hier gesammelt und vermutlich in vielen, 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 vielen kleinen Entsorgungseinheiten entsorgt. So. Was, ne, und dann können wir noch uns überlegen, was sammeln wir denn eigentlich vom Gas? So, und das kommt in einen gelben Behälter. In einem großen gelben Behälter. Das ist so. Da sammeln wir denn Gas. So. Wir brauchen auch noch Milliarden an Stromkabeln, ne? Das ist halt auch so. So. Das schon mal alle zusammen. Tanzt das Brot. So. Stand heute wäre das erstmal das, denn hier noch hingebaut und dann hier den großen Tank hingesetzt, ja. Ja, etwa so. So. Haben wir das Material erstmal verbaut, was wir verbauen können. Und das muss noch gesteuert werden von einem Medium Radiator. Der denn zugeschalten wird. Der braucht sicherlich Stahl, ne? Und vermutlich ein Schweißgerät. Hat er Durchgangssyndrom oder? Sieht so aus, ne? Reicht es, wenn ich ihn einseitig anschließe?
Vermutlich nicht, ne? Vermutlich nicht. Also ich werde es definitiv probieren. Aber ich stelle vom Haus aus erstmal so hin, dass es möglich wäre. Dass es möglich wäre. So. Etwa so. So würde ich es machen. Power low. So. So, den gehen wir jetzt erstmal rein. Ne, wir könnten hier noch die Bums zuspeisen schnell und dann gehen wir rein. Dass wir hier mal wieder ein bisschen treten können. So. Und dich würde ich ganz gerne mal mitnehmen. Nur so. Ja. Das ist wieder ein Konstrukt, ne? Ich brauche mehr Insulated Pipe. Ich brauche mehr Sauerstoff. Ich brauche weniger N2. Das N2 kann ich ja da vorne entsorgen. Direkt. Auf der anderen Seite. So. Hunger critical. Tja, was machst du jetzt? Erstmal irgendwo vorübergehend. Eine Filtration aufbauen. Mensch, iss doch mal einen Schluck. Trink einen Schluck. So, und nimm Energie. So. Gut. Habe ich einen Tank Connector? Hit Tank Connector. Wir müssen noch Insulated Rohr machen, wieder mal. Eine gefüllte Tonne. Hab natürlich das Falsche reingepackt, völlig klar.
Meine Fresse, Alter. Also wie sowas immer sein kann. Ja. Das, was? Frechheit. 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 Das haben sie scheiße gepatcht. Muss man ja mal so sagen, wie es ist. So. So. Das Event. Das Event. Wir kriegen halt hier einen Haufen N2 rein. So, jetzt muss ich mal überlegen, wie kriege ich das wieder raus? Indem ich mehr Druck hier einfach reinbringe. Guck mal, 4 Megapascal. So, pass auf. Wir gehen jetzt einfach Oxygen Farm. Ich will es nicht bereuen. Sachte. Meine Fresse! Ich hasse das! Ich hasse das! Meine Fresse, Alter! Ja, Leute, ey! Hör doch mal auf mit dieser Scheiße! Es kann doch wohl nicht sein! Leute! Jedes Mal! Oh! Boah, mein Herz! Mein Herz macht das langsam nicht mehr mit. Jedes Mal. Es ist auch. Es ärgert auch einen einfach, ne? Das kommt noch dazu. Mega ärgerlich. Ne? Das kommt noch dabei. Und jetzt komme ich hier runter und da nicht. Hä? Schnell. Was ist das für eine kranke Welt hier? Boah, ehrlich, ey. Ohne Spaß, Alter. Ohne Spaß, ey. Ständig geht dieser Anzug in Dutten. Boah, ne? Ständig und permanent ist immer irgendwas. Muss nicht sein, ehrlich. Das haben die Entwickler also wirklich großes Tadel. Ganz großes Tadel.
Also wirklich, Sätzen 6. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Alter, es kann doch nicht sein. Es kann doch einfach nicht sein. Boah, wirklich, Sätzen 6. Also wenn irgendjemand mit den Entwicklern irgendwie spricht, sagt denen das. Das ist große Scheiße, was sie hier mitmachen. Das ist große Scheiße. Ja. So, jetzt müsste der Luftdruck natürlich steigen. Sauerstoffgehalt steigt. Ne? Oh. Ich kann doch nicht nur Anzüge machen. Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Das ist halt einfach so. Ich kann doch nicht nur Anzüge machen. Ich muss auch mal andere Dinge machen dürfen, tun sollen wollen. So, der Sauerstoffvorrat ist wieder um einiges höher. Boah, ich verjag mich aber auch jedes Mal. So, und jetzt ziehen wir aus der Luft den Tank erstmal wieder hoch. Auf ein paar Megapascal. Ja, können wir gleich nochmal los. Nochmal O2 holen. Geht ja letztendlich auch alles in diesen Tank hier rein, ne? Aber ich würde den schon gerne ein bisschen hochknallen. Den Tank. Dass er wirklich mal ein paar Pascal hat. Komme ich erstmal auch wieder eine Weile rum, ne? Wie niedrig darf ich gehen? Bis 25 oder so hat das gemacht. Oh, Junge, 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 ey. Der schockt jetzt immer tief, ne? Ah, da könnte ich mich auch drüber aufregen, Leute. Ne? Juri, wir haben viel besprochen, viel gemacht, viel getan. Wir haben uns geärgert. Das muss auch mal sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß. Lasst trotzdem gerne einen Daumen hoch da. Auch wenn es mal nicht so geil, also nicht so war wie, ne? Ihr wisst schon. Tschüssi!